Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Unity of Command 2 Barbarossa mit mir und hier, wo ist sie? Da. Frau Katzleun, heute endlich mal gut präsentiert hier in der Katzenkamera, was ich noch nicht so richtig weiß. Ich habe die Katzenkamera hauptsächlich für Twitch-Streams installiert. Ob ich die auch mal hier im Video drin lassen soll? Ich würde sagen, ja. Ihr seht es vielleicht schon, die klammert sich jetzt hier gerade fest. Ich möchte nicht, dass ich mich zu viel bewege. Das passt doch immer ganz gut, denn meine Hand bleibt auf den WASD-Tasten, obwohl wir keinen Shooter spielen. Können wir einfach mal ein bisschen drin lassen. Beziehungsweise wir schalten es nachher wieder ein, wenn sich da was tut. Momentan tut sich ja gerade nicht so viel. Wo haben wir stehen geblieben? Genau, unser Zug haben wir gemacht. Jetzt schauen wir uns an, was die Russen machen. Ich bin gespannt. Irgendwelche Lücken habe ich bestimmt wieder gelassen, dass mein Nachschub wieder abgezwickt wird. Allerdings hoffe ich, dass es mir gelungen ist, dass mein Nachschub erhalten bleibt. Schwer überrannt hier. Zum Glück habe ich Shito mir noch abgesichert mit einer einzelnen Infanteriedivision. Und Tiraspol unten wird weiter verstärkt. Ah ja, ich habe es mir fast gedacht, dass er da runterkommt. Interessant, da werden wir gleich einen Gegenschlag noch ausholen. Jetzt versteckt er unten. Das Tiraspol ist wieder happig, dass ich da überhaupt noch rankomme. So. Das Blöde ist, ich bin in dieser Runde wieder nicht mit Artillerie dran. Verrückt. Die haben sich hier so verschanzt, die Russen. Spezialangriffe haben wir jetzt eben auch keine, weil ich mit keiner einzigen Artillerie dran bin. Ein Scheinangriff kann man machen, einen unterdrückt. Was würde ich denn für Schaden anrichten? 1:1. Ist die Frage, ob mir dann unterdrückt wichtiger ist. Komm, wir probieren das jetzt mal. Wir unterdrücken jetzt hier einen der Stärkepunkte. Waren sogar zwei, sehr gut. Eingegraben sind sie immer noch. Frage ist, wo weiche ich jetzt? Ich habe hier keinen Platz mehr zum Ausweichen. Verrückt. 1:2. 0:2. Greifen wir die Kavallerie an. Kavalleriedivision ist auf 1, 3 Stärkepunkte. Da haben sie eine ist noch aktiv für diese Runde. Denke mal, dass wir sie damit rauskriegen. Oh, hier unten wäre es ein 5:0 gegen die Einheit. Ja, Wahnsinn. Dann machen wir erstmal die Kavallerie hier weg. Ah, wir können hier Gott sei Dank was gegen die Panzer unternehmen. Das ist gut. Unsere rumänischen Panzer sind etwas fragil. Jetzt schauen wir mal, wisst ihr was? Jetzt schauen wir noch mal kurz in den Norden. Wir haben ja noch Bomberangriffe. Kann ich die Bomberangriffe im Norden nutzen? Sinnvoll? Tatsächlich eher nicht. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir die motorisierte Division hier angreifen. 2 Stärkepunkte unterdrückt, das ist sehr gut. Trotzdem bloß ein 2:1 hier. Da muss die deutsche Infanterie wieder ran. Ich hoffe, ich komme hier noch ran. Ja, 1:1. Gefällt mir auch nicht wirklich. Ebenfalls nur 1:1. Aber das ist die Divizia Garda. Und da die in den nachfolgenden Missionen nicht mehr weiter vorkommt, tut mir sehr leid, kann ich die auch ganz gut verheizen. So, da steckt man jetzt fest. Wie kommen wir jetzt hier an... Ich muss jetzt hier endlich mal den Nachschub unterbrechen. Ich komme nur nicht ran. Hier mit der Artillerie komme ich jetzt wenigstens mal an Tiraspol ran. Das heißt, wir können schon mal eine der eingegrabenen Stufen wegbekommen. Jetzt wäre es natürlich noch gut, ich bekomme noch eine zweite Oh, 0:3 hier unten. Das reizt mich schon sehr, muss ich sagen. Ich mache es auch. Ne, 5:0 brauchen wir nicht. Das heißt, wir machen jetzt doch tatsächlich zum ersten Mal hier signifikante Fortschritte. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir noch einen Aufklärer? Ist da was? Wir probieren es einfach. Jawohl! Das Nachschubdepot überrannt. Jetzt ist der Nachschub abgerissen. Endlich!
Das heißt, Tiraspol wird auf alle Fälle fallen. Wann ist die Frage? Und wie seht, wir bekommen immer noch 25 Punkte dafür. Es ist also nicht so tragisch, wenn man die Ziele nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht, wie jetzt hier Kirovograd. Muss ich auch in dieser Runde erreichen. Hier oben ist Kirovograd. Ist nicht so tragisch, diese Ziele nicht sofort zu erreichen. Von daher, macht euch da bitte keine Sorgen beim Spielen, wenn ihr ein Ziel nicht erreicht und fangt nicht wieder von vorne an. Ihr seht, ich beiß mich da immer durch. Bisher habe ich im gesamten Unity of Command 2, das heißt im Hauptspiel und in beiden DLCs, erst eine Mission komplett neu starten müssen. Die ist komplett schief gegangen. Ich glaube, das war Kreta. War auf alle Fälle ziemlich heftig. Gut, jetzt schauen wir, dass wir hier in eine gute Ausgangsposition kommen. Kann ich die hier noch verstärken? Ich habe hier noch einen Infanterietruppenteil. Den nehmen wir mit dazu. Ich hätte natürlich noch sehr, sehr gerne... Ah, wisst ihr was? Wir können hier weiter vorstoßen. Das ist gut. Perfekt. Dann machen wir den Kessel nämlich dicht. Und mit der Einheit gehen wir jetzt hier ran. Hat Artillerie dabei? Die hat auch Artillerie dabei. Ist die Frage, welche Einheit besser ist. Die deutsche. Könnte ich noch irgendwelche Angriffe fahren, die sinnvoll wären? Nee. Wir bringen die jetzt in Stellung. Dann können wir nächstes Mal mit der Artillerie hier die Verschanzungen aufbrechen. Ui, die hat bloß noch einen Stärkepunkt. Huiuiui, die müssen wir uns... Die halten wir in der Hinterhand. 0 zu 3 hier. Sehr gut. Die eine hat Unterstützung durch Sturmgeschütze. Die Unterstützungseinheiten bringen wirklich viel. Und hier können wir mit dem Panzer sogar nochmal vorstoßen. 2 zu 1. Jetzt gehen wir doch eher mal vom Norden durch. 3 zu 0. 2 zu 1 gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. 1 zu 0. Ansonsten habe ich hier in dem südlichen Abschnitt alles gemacht, was ich machen kann. Verstärkt man die jetzt mal hier. Setzen die auch schon mal hier rüber. Gut. Den Abschnitt hier in der Mitte bei Balta lasse ich jetzt erstmal nochmal frei. Da muss ich mich noch entscheiden, was ich genau mache. Hängt ein bisschen davon ab, wie wir jetzt hier vorne und hier hinten vorwärts kommen. Aber wisst ihr was, wir können eigentlich... Wie weit kommen wir denn hier mit den Einheiten? Habe ich mich jetzt verrechnet? Ah, da komme ich nicht hin. Okay, da muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Vielleicht gehen wir dann doch einen Schritt nach vorne, dass wir unsere die Eisenbahnlinie schon mal ein wenig besser sichern. Verstärken können wir die auch nicht mehr. Nee. Das gefällt mir nicht. Da ist frei. Das heißt, wir könnten hier auch die Zange Richtung Kirovgrad weiter zumachen. Allerdings habe ich dann eine große Lücke. Ja. Bleiben wir hier. Sind jetzt auch vom Nachschub abgeschnitten, oder? Die Russen? Ja, die sind vom Nachschub abgeschnitten. Zwei zu eins gefällt mir nicht. Ich denke mal, wir werden jetzt hier mal ein bisschen langsamer machen. Die rumänischen Panzer, die kommen auch in keiner weiteren Mission mehr vor. Dann dürfen sie mal hier ihres Amtes walten. Und die deutsche Infanterie bewegen wir lieber nochmal Richtung Süden. Ja, hier hat man nochmal Artillerie. Komme ich noch mit einer Einheit hier weg?
dass ich mit der Artillerie ankomme. Nee. Die müssten halt hier weg. Denen geht's nicht gut. Gut, dann sind wir jetzt hier im südlichen Sektor fertig. Ich mach mal wieder die Katzenkamera an. Die Katze ist ein bisschen nervös. Die hat hier auch immer... Achtet immer schön drauf, dass ich hier keinen Schmarrn mache. Und wer mich kennt, der weiß, ich mache nie Schmarrn. Da muss ich selber lachen. Ja komm, die Kavallerie kann doch hier schon mal vorfühlen. Gut, die restlichen Einheiten ziehen wir dann noch, wenn ich weiß, wo ich noch Verstärkung brauche. Jetzt schauen wir uns erstmal hier oben die Front an. Das gefällt mir nicht. Vor allem habe ich hier keinen Nachschub. Das gefällt mir überhaupt nicht, was hier ankommt. LKWs haben wir 2 Stück. Das heißt, jetzt lass uns mal hier den Brückenübergang wieder sichern. Die Frage ist, oh ja, da fehlen mir die Männer. 1:1. Ist Gott sei Dank nicht meine einzige Nachschublinie, die ich habe. Ich werde auf alle Fälle Einheiten jetzt hier unten verlegen. Auch wenn die einen langen Weg gehen müssen. Wahrscheinlich muss ich hier ein bisschen auf die Bremse treten, um hier drüben, da scheint sich eine Gegenoffensive zu bilden. 1:1, vielleicht... Sollten wir die... Oh, die sind auch schwer angeschlagen hier. 4 Stärkepunkte verstärkt. Jetzt machen wir mal vorne weiter. Boah. Da steht wirklich einiges. Kirovgrad. Schauen wir mal, was hier noch auf uns lauert. 2 Infanteriedivisionen. Boah, die kriegen mich hier so schwer raus. Eins zu eins. Ich glaube, ich muss tatsächlich jetzt erst mit einer Panzerdivision das Ziel hier aufweichen. Ja, die haben auch die T-34 dabei. Immer noch 1:1. Verrückt. Ich hätte gerne die zweite Panzereinheit frei. Ah, mit der kommen wir ran. Okay. Das ist gut. Dann sind die wenigstens schon mal raus. Das ist gut. Da müssen wir absichern. Was schwierig ist, die Einheit lebt noch und kann mir meinen Nachschub wieder stehlen. Frage ist, mit welcher Einheit komme ich hier noch hoch? Mit keiner. Dann lasse ich wahrscheinlich die motorisierte Infanterie hier. Die hier absichern. Und dann haben wir natürlich noch die Bedrohungslage hier aus Tscherkassy, die uns den Nachschub hier streitig machen können. Da muss ich aufpassen. 1:0, 0:3. Die Infanterie könnte es eigentlich... Wisst ihr was, das macht die Infanterie. Ich habe ja leider auch überhaupt keine Artillerie da. Wisst ihr was, ich brauche hier tatsächlich 2-mal Infanterie, die mir das hier sichert. Schauen wir mal, was wir hier von hinten noch ranholen können. Meine Front überdehnt sich ein wenig.
Hier die russischen Einheiten, die werden wir noch rausbekommen. Damit ist Uman frei. Das heißt, wir werden jetzt die Einheiten hier nach oben verlegen. Ja. Ah, hier kann man auch absichern, das ist gut. Beziehungsweise wir können sie sogar noch rausbringen. Dann sind die keine Bedrohung mehr, auch wenn mein... Ah doch, jetzt läuft's. Hier kann nichts mehr passieren, ist die Nachschublinie gesichert. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier auch in eine offensivere Vorwärtsverteidigung gehen. Mal schauen, was die Russen dazu sagen. 1 zu 1. 0 zu 2, wenn wir mit der Einheit die Panzer angreifen. Wisst ihr was, wir werden hier offensiv. Was weg ist, ist weg. Eine russische motorisierte Division weniger. Und eine sehr angeschlagene Infanteriedivision. Eine angeschlagene Panzerdivision weniger. Oh, da werden wir wahrscheinlich einen auf den Deckel bekommen. Ich muss hier gucken, dass wir hier vielleicht die Artillerie wegbekommen. Die Artillerie ist immer noch da. Hat sich aber zurückgezogen, das heißt, die kann im nächsten Zug nicht mehr aktiv werden. Die sind allerdings sehr stark hier. Die 240. Luftlandebrigade, okay, sowjetische Luftlandetruppen. Und mein Verteidigungsgürtel bei Zhytomyr ist ein wenig brüchig. Ich denke, wir werden hier das... Kann man die noch verstärken bei Zhytomyr? Ja. Ja, hier muss ich aufpassen, dass mir da keiner unseren Nachschub wegnimmt. Frage mich jetzt auch, ob hier der Nachschub fließt, ja. Puh, hier oben. Verlegen wir die mal ein besser zu verteidigendes Gelände hier. Jetzt ein bisschen nach hinten, einfach zur Absicherung. Und die zur Verstärkung. Ich glaube, das müsste ausreichen. Ja, das müsste ausreichen. Das sieht gut aus, ich bin zufrieden. 2 zu 0. 3 zu 0, die lassen wir hier stehen. So, und dann rücken wir jetzt mit den Truppen mal nach. Nach Uman kommen wir nicht rein. Gut, dann können wir jetzt die Einheiten hier hinten nachziehen. Tatsächlich verlagern wir jetzt noch ein bisschen was in den Süden runter. Wer weiß, wie lange die Gefechte hier unten noch laufen. Und hier kommt unsere Artillerie. So, die kommen hier alle ein bisschen spät zur Party. Ich hoffe, ich verkalkuliere mich jetzt hier oben in dem Sektor nicht. Nicht, dass uns hier...
Nee, das sollte schon klappen. Wie sieht es mit dem Nachschub eigentlich aus? Naja, wir könnten hier eine Offensive starten. Das werden wir dann vielleicht auch machen. So, die Kamera kann mal wieder weg. Die Katze bewegt sich eh nicht. Aber sie lebt. Keine Angst. Gut, Jack Hussey. Was machen wir hier? Wie weit können wir hier noch nachrücken? Die gar nicht, die gar nicht. Die können nachrücken. Hier können eigentlich eine Menge Einheiten noch nachrücken. Das heißt, wir werden unsere Panzer jetzt vorstoßen lassen. Kommen wir bloß nicht durch den Wald durch. Die Panzer stehen hier. Setzen wir uns hier mit den Panzergrenadieren direkt vor Cherkassy. Dann dürften sie eigentlich nicht mehr in meinen Nachschub blockieren können. Da frage ich mich gerade, ob die Panzer das hier rausnehmen sollten. Eins zu eins. Die müssen wir auch mal verstärken hier. Mit der Infanterie komme ich nicht ran. Naja, die sind mir. Muss ich jetzt leider die 75. motorisierte Infanteriedivision hier zurücklassen? Ich befürchte auch jetzt aus zwei Zügen diese Runde wird nichts. So, Katz, du musst mich mal bitte. Bitte, ja, jetzt. Das war's für diese Runde. Wir müssten noch schauen, wie unser Nachschub fließt. Ich muss jetzt tatsächlich einen der LKWs hier hinten einsetzen, um bei Chef Tikka mir irgendwo Nachschub legen zu können. Das passt. Dann, wie sieht der Nachschub? Hoppala, wie sieht der Nachschub hier vorne aus? Sehr gut. Das hier unten macht mir keine Sorgen. Wir werden hier unten das Depot relativ schnell einnehmen können. Frage ist, haben wir noch anderweitig Nachschubprobleme? Nö. Sieht sehr gut aus. Das heißt, mit unserem Nachschub kommen wir gerade gut hin. Die Einheit braucht mal wieder dringend Nachschub. Und die muss hier auch raus. Seit einer Runde. Okay, dann können wir noch was machen. Und die Einheiten hier, die, da plane ich jetzt einfach mal, dass wir dann hier das Depot einnehmen. Gut, Kirovograd, auch nicht geschafft in der Zeit, aber man sieht jetzt hier nochmal, das Tiraspol ist immer noch bei 25%, also auch wenn es mal länger dauert, wir hätten das Ziel schon in der fünften Runde erobern sollen, hat nicht geklappt, die Russen haben sich hier massiv eingegraben, das wird noch bestimmt 3 Runden dauern, bis wir Tiraspol frei haben, aber trotzdem ist hier sind hier noch genügend Punkte zu holen. Den letzten Aufklärer verwenden wir nicht. Dann da die Song. Hammers. Ja, hier machen wir keine Angriffe. Was wir noch machen sollten, ist überprüfen. Ah, ich hätte die Einheiten hier zuerst noch verstärken sollen, Notfallversorgung machen sollen. Können wir was anderes Sinnvolles machen? Notversorgung, nee, bringt uns nichts. Das bringt uns auch nichts. Na gut, aber es ist umsonst. Ja. Hätte sich sein können, dass was an dem Zustand des Eingegrabenseins sich verändert. Dann ziehen wir das Hauptquartier mit vor. Sind jetzt die zwar gerade nicht in der Versorgung, aber das macht nichts. Antonescu, Heeresgruppe Antonescu. Ja, der kann eigentlich auch mal ein bisschen. Kann der sich noch bewegen? Notfallversorgung, denke ich, braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Behelfsbrücken. Na gut, dann versorgen wir doch die Einheit noch. Wir haben es ja.
Und dann schauen wir mal, wo wir den hinbewegen können. Ja, ich komme da nicht rüber. Mal rückgängig. Eine Brücke wäre es halt. Kann die 11. Armee da eine Brücke bauen? Leider nicht. Und die Heeresgruppe Süd. Oh ja, die hinkt hinterher. Wie weit kommen wir denn mit der? Die Heeresgruppe Süd hinkt hinterher, ja. Antonescu. Ah, so sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Die 11. Armee kann auch noch ein bisschen vorgezogen werden. Dann sind alle wieder in der Reichweite. Die Heeresgruppe Süd haben wir schon bewegt. Das war's. Tja, ich hatte gedacht, wir machen 2 Runden. Hat nicht geklappt. Ist doch einiges zu tun. Ist auch eine große Karte, ein großes Szenario. Aber ich bin jetzt mittlerweile sehr zuversichtlich, dass wir die Ziele noch schaffen werden. Kirovohrad tippe ich mal auf 2 Runden. Tiraspol wahrscheinlich auf 3 Runden. Und Mykolaiv werden es wohl die Panzer... Verzeihung. Werden es wohl die Panzer richten müssen. Gut. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich schaue nochmal auf die Versorgung. Ne, den einen spare ich mir auf. Wer weiß, wo man den gebrauchen kann. Hier werden wir bestimmt abgeschnitten werden vom Nachschub. Stört mich jetzt aber erstmal nicht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch. Servus.